Deutz, Deutz, Deutz. Ja, den Traktoren dieser Marke kommt beim 23. Historischen Feldtag in Nordhorn eine tragende Rolle zu. Unterstützung gibt's durch die Traktoren der Marke Fahr. Seit 50 Jahren firmieren Deutz und Fahr ja unter einem Dach. Wie immer verfolgen viele Zuschauer das Defilé der 1000 Trecker aller Marken, die zum Feldtag anreisen. Man ist gut gerüstet. Für alle Neuankömmlinge mit Wohnanhänger geht's zuerst ins Fahrerlager. Hier wird dann noch einmal letzte Hand an die Schützlinge gelegt, bevor es dann zur Ausstellung geht. Ganze Clubs reisen gemeinsam an, wie hier die Wilden Kolben. Das sind 23 Trecker-Enthusiasten, die nicht auf eine Marke festgelegt sind und so das bunte Feld der 1000 Trecker in Nordhorn prima ergänzen. Vom Fahrerlager tuckern die Wilden Kolben zum Ausstellungsgelände. Es gibt ja hier stets mehr dieser weitläufigen Ausstellungsflächen. Stundenlang kann man so an blankgewienerten Schleppern entlang wandern. Oder sich entlang chauffieren lassen. Besondere Ereignisse verdienen besondere Aufmerksamkeit. Wir sehen Hubert Auer, er sitzt hier auf dem Pfad D135 mit der Fahrgestell Nummer 1. Mit zwei weiteren Treckern dieses Typs und 3-für-1-Freunden ist Hubert Auer per Achse nach Nordhorn angereist. Er berichtet darüber in der Pressekonferenz und der Trecker auf dem historischen Werbefoto der Firma Fahr ist exakt dieselbe Nummer 1. Gestartet bin ich gegenüber, wo das Bild gemacht worden ist. Da komme ich her, aus Geilingen. Das ist, wenn man da sieht, ist Dieserhofen, der Rhein. Und auf der anderen Seite ist Geilingen, da bin ich gestartet. Es waren 849 Kilometer bis hierher. Genau den Trecker, mit dem Kennzeichen, der steht da vorne auch. Ja. Es hat Spaß gemacht, der kommt wieder. Also, es war toll. Etwa zur gleichen Zeit wird der Fahrholzgasschlepper Baujahr 1943 abgeladen. Ehrensache, dass er dazu im Holzgasbetrieb läuft. Der Fahrer überprüft noch einmal kurz mit dem Feuerzeug die Brennfähigkeit des Holzgases. Alles gut, also Start.
Ja, die Fahrfreunde haben sich viel vorgenommen. Womit überzeugen die Deutz? Nun, im ersten Moment mit schierer Masse. Das Erfolgsmodell vom Beginn der 50er Jahre, der F1L 514, tönt markig über den Platz und die Reihe dieser Trecker reicht locker bis zum Horizont. Ja, und so hat das einmal angefangen mit dem Schlepperbau bei Deutz. Ende des Ersten Weltkriegs wurden Zugfahrzeuge für die Artillerie geliefert, die man nach dem Krieg als Schlepper für die Landwirtschaft umfunktionierte. Aber dieses Konzept erwies sich als wenig erfolgreich. Das war bei diesem Typ anders. Wir sehen den MTH 222, wie er ab 1927 gebaut wurde. Und was hier in Stellung gebracht wird, das ist der Nachfolger, der MTZ, ein echtes Erfolgsmodell. Der Mann, der im Hintergrund so energisch Halt ruft, ist Kurt Lehnhoff. Als ausgewiesener Deutsch-Spezialist kann er viel über diese Traktoren berichten. Das ist der älteste von der MTZ-Baureihe. Das waren so die auch mit überhaupt die ersten Diesel-Ackerschlepper oder Dieselschlepper überhaupt. Weil zu der Zeit haben ja viele noch mit Vergasermaschinen gearbeitet, also andere Fabrikate auch. Und das war in der Zeit gerade so die ausgehenden 20er und frühe 30er, wo der Diesel überhaupt ins Fahrzeug reingekommen ist. Also diese drei MTZ 220 haben aufeinanderfolgende Fahrgestellnummern. Der älteste hier vorne, das ist die Nummer 9178. Der kommt aus Südniedersachsen, entsprechend die Nummer 79. Von einem niederländischen Sammler und die Nummer 80 ist vom Traktormuseum Bodensee uns zur Verfügung gestellt worden. War das jetzt Zufall oder wer hat das rausgekriegt? Die Nummern habe ich eben über das Sammeln der Fahrgestellnummern, irgendwann hat sich das ergeben, Mensch, die folgen ja aufeinander und dann halt war halt das Bestreben, die irgendwann mal zusammenzubekommen. Ließen die sich denn leicht überreden oder war das schwierig? Ja, wir mussten ein bisschen, gerade bei den Niederländern mussten wir ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, haben gesagt, das ist nun die einmalige Gelegenheit, das überhaupt hinzukriegen und haben gesagt, ja, das wollen wir wohl tun. Ja, großartig. Es sind ja generell in Nordhorn viele niederländische Traktorenfreunde vertreten, sei es mit Traktoren und Geräten oder auch als Besucher. Hier wird ein ganz besonderes Stück ausstellungsfein gemacht. Der millionste Traktor von Deutz, frisch aus dem Firmenmuseum. Und der darf auch nur überdacht stehen, verständlicherweise. Mit seinem Baujahr 1992 weist dieser Schlepper schon stark in die Gegenwart. Und es gibt auch eine eigene Ausstellung für die allerneuesten Produkte der STF Group. Hier kann man sie bewundern, Kraft und Technik. Ein weiteres Kapitel zum Thema Ausstellung betrifft diese historischen Feuerwehrfahrzeuge. Wir sehen Löschgruppenfahrzeuge von Ford und Opel von Anfang der 50er Jahre, dann den Mercedes LF8 von 1954, alle präsentiert von der Aule Feuerwehr Nordhorn e.V., ein Verein, der sich seit über 30 Jahren historischer Feuerwehrtechnik widmet. Neben dem THW Oldtimer, ein seltener LKW aus niederländischer Produktion, der 90 PS DAF, Baujahr 1970.
Ja, auch als die Schatten schon lang werden, reißt der Strom der Traktoren nicht ab. Der 22 PS Lanz tuckert seine Morgenmelodie und lässt die Säge weit über den Platz schallen. Normalerweise kann man auch den beiden jungen Aktiven am Buschhacker lauschen. Bei dem Riesenhaufen müssen sie sich auch ranhalten. Vergleichsweise entspannt geht es bei den niederländischen Nachbarn zu, die ihre Dampfmaschine mit der Säge für die Vorführung vorbereiten. Das Manometer steht noch auf Null, aber das Feuer in der Lanz-Lokomobile, Baujahr 1910, brennt bereits. Und wann wird das soweit sein? Normalerweise dauert das ungefähr eine Stunde. Da kann man ja in der Zwischenzeit in Ruhe die Baumstämme sortieren. Gleichfalls in der Vorbereitungsphase treffen wir die Familie Preker mit ihrer prächtigen Dampfwalze, Baujahr 1925. Und wie lange braucht die Maschine dann, bis sie so irgendwo... Circa 2 Stunden. Das ist wie bei einem normalen Ofen auch, ne? So. Wenn das gut zieht, dann brennt das gut. Wenn das Wetter drückend ist, dann brennt das nicht so gut und dauert umso länger, ne? Da warten wir gerne noch ein bisschen ab und jetzt geht es auch erstmal sowieso zur Eröffnung. Heiner Stendenbach, erster Vorsitzender der Nordhorner Treckerfreunde, heißt alle herzlich willkommen. Ja, liebe Gäste, Aussteller und Besucher, ich darf Sie natürlich im Namen des Treckerclub Nordhorn recht herzlich hier in Nordhorn zum 23. historischen Feldtag begrüßen. Freunde, liebe Fahrfreunde, wie mag das hier für einen Tag, Betty Annes? Mit Schwung. Anschließend rollen auf der Zeitschiene von alt bis neu die Traktoren vorbei. Abwechselnd begrüßt und vorgestellt von Moderatorin Gerlinde Schmidt-Hoth und Moderator Eckhard Hertel. Deutsch, der Held immer. Alles klar, das ist Deutsch, der Held immer. Das war jetzt hier was für die Deutschfreunde, ganz klar. Vielen Dank, das war Henning Schmus. Der Erfolgsschlepper der 60er Jahre, die D5er Baureihe von Deutz, wird von einem Lollipop-Mädchen im 60er Jahre Outfit stilvoll begrüßt. Und was hat sie dabei? Lollipops natürlich. Große Deutz-Freunde hier in Nordhorn, das sind die Mitglieder der Familie Smoos. Hier ist schon wieder ein Smoos. Richtig. Sag mal. Da gibt es mehrere von. Habt ihr grünes Blut in den Adern? Sogar eine grüne Unterhose an.
Von einem Showgirl im Outfit der 80er Jahre wird der zeitgenössische Deutz DX3.30 begleitet. Dann lernen wir Dieter Rath kennen. Er ist der Eigentümer des Nummer 1 Traktors von Fahr auf diesem berühmten Foto. Das ist in Süddeutschland am Rhein aufgenommen, nämlich in dem Ort Geilingen. Und aus Geilingen stammt ja nicht nur das Foto, sondern der Trecker, den wir jetzt gleich sehen werden. Ich habe ungefähr 20 Schlepper und das war ein Zufall, dass ich den Fahr mit der Nummer 1 bekommen habe. Und darum habe ich den auch restauriert, speziell für die Fahrt hierher. Also das gibt es ja ganz selten, dass man so eine Art Sternfahrt macht. Nordhorn ist ja bekannt für solche Aktionen. Also herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in Nordhorn. Wir könnten das hier als Nordhorner Treckerclub gar nicht alles alleine organisieren. Es braucht viele Unterstützer und deswegen möchten wir an dieser Stelle ein paar very important persons auf unsere kleine Bühne bilden. Ich bitte Herrn Berling als Bürgermeister der Stadt Nordhorn auf die Bühne, Herrn Kethorn als Landrat des Landkreises Grafschaft Bentheim, Herrn Jörges von der Sparkasse. Hallo Herr Schlumberger von Deutz Same. SDF Group. SDF Group. Genau. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und jetzt kannst du auf jeden Fall den Anpfiff geben für diesen Feldtag. Haben Sie viel Spaß, vielen Dank, das war die Begrüßung. Vielen Dank und ganz viel Freude, besuchen wir uns. Und dann strömen die Besucher. Und alle bewegt die Frage, was gibt's zu sehen, was gibt's zu erleben, was bietet der 23. historische Feldtag? Wir kommen gerade recht und erleben live das Umparken des Deutz MTZ von 1931. Markigem Motorenklang der MTZ 320, Baujahr 1932.